Wow. Klingenspiegelung. Wobei ich eher glaube, dass die mit Magie angreifen.
Oh, ich habe mein Mikro ausgemacht, sorry. Ich war wahrscheinlich vorhin beim Trick nicht mehr angemacht. Ultimate geht's halt sauschnell, Mann. Gelehrten-Gewohnheit? Stört tatsächlich, ey. Da drüben komme ich mit Bronze in der Weide. Aber wir wollen natürlich den Rest auch haben. Oh, warte, da oben geht's nochmal weiter. Oh nein, wer hätte das gedacht? Fuck, hat nicht gereicht. Boah, scheiße. Ja, der Ding macht schon. Clan, hau weg. Oh, du Sack. Nektar. Auch ein bisschen assig für den Nektar dahinter zu laufen. Brotkrümel. Also der Glenn hebt auch jeden Scheiß auf, oder? Das ist jetzt doof. Großschwert, Oh, warte, Himmelsrüstung, Setup. Bloß die Frage, wo kriege ich jetzt das Silberne her? Den ganzen Tag lang sehe ich Kutschen, die die Stadt verlassen. Sie kommen alle von der Akademie, was ist dort wohl los? Ah ja, komm, probieren. Scheiße, wird ein Overheat reingerutscht.
Boah. Huh. Cool. Bogengewehr. Okay, da ist jetzt mal nix. Aber wo kriegt jetzt den Silbernen her? Die Höhle da unten war ich nun ja, oder? Ne, doch, da war ich auch. Also, ich meine rechts da halt. Da war ich. Nicht, da kann man gutes Geld verdienen. Ich werde dort eine Bäckerei eröffnen. Glaube ich nicht mehr, dass das so gut laufen wird. Geister kaufen wir nicht so viel ein. Support-Drohnen, sehr schön. Kerberos. Stimmt, die hier habe ich platt gemacht. Kleef. Boah, da komme ich noch von der anderen Seite hin. Naja, gut, da kann ich auch gleich so gehen. Nein, wo kommt die her? Sehr geil. Ja, okay, das war jetzt eigentlich doof gemacht, aber ist ja egal. Ich meine, die haben eh keine Chance mehr. Ich hier noch gar nicht. Handlungsrüstung. Okay, Rüstungen gibt es jetzt auch keine mehr. War ich da oben? Ja, war ich. Wir wollen ja da unten entlang. Rat des Kräutersammlers.
Araman Orichalcus. Naja, machen wir schnell die Ausrüstung. Oh, sie hat schon eine Handlungsrüstung. Aber jetzt weiß ich halt echt nicht mehr, wo ich hin soll. Da waren wir. Da links waren wir auch. Da rechts kommen wir nicht weiter, weil man kann selber einen Schlüssel haben. Das ist ja hier trotzdem nichts. Nee, nee, nee. Durchkommen. Wachstube. Da oben haben wir ja auch. Da ist auch eine silberne Markierung. Das haben wir auch. Bei Erde geht eigentlich. So, nix da. Wann ist der Tanz? Interessiert mich, ob er drauf geht. Bäm. Wenn du mal so die richtige Taktik gegen die hast, dann sind sie eigentlich total leicht zu besiegen. Ja, aber da kann ich doch den silbernen Schlüssel auch nicht finden hier drin, oder? Ich habe hier den Bronzeschlüssel gefunden. Okay, was übersehe ich gerade? Da kann ich nein, brauche ich aber nicht. Also nochmal, wenn ich jetzt bei dem da unten reingehe, da
komme ich an eine Stelle, wo ich nicht mehr weiterkomme. Genau, ein Silberschlüssel. Aber da müsste ich ja eigentlich... Ja, hier sind halt 6 Eingänge, ne? Oh, da gibt's noch einen Weg. Alter, den habe ich nicht gesehen. Oh nee, ey. Ich habe das in der Karte im ersten Ding nicht gesehen. Oh, ist das zum Kotzen. Da gibt's noch ein ganzes Gebiet, ey. Wer kommt noch dazu, das erste Gebiet da unten hin zu machen? Also ich suche mir da einen Wolf, ey, und das Ding ist einfach da unten. Da hinten. Wow. Nix. Nix. Jetzt dachte ich, ich hätte alles. Jetzt muss ich diese Drecksviecher nochmal platt machen. Oh, shit. Erdbeben gefällt mir halt nicht, ey. Das zieht mir zu viel ab. Hammer und Schild. Marktplatz. Nisha ist eine der größten Städte in Eldrea. Also war halt. Ah, da war der Schatz. Monster, Monster, keine Monster. Ätherkanone. Nein. Erdbeben, nein, okay. Kopfschwarte eines Regenwurms. Und weg mit dir. Boom.
Wald? Da geht's weiter. Park? Manchmal geben die Bäume unersichtlich grüne Flammen auf. Irgendwas stimmt mit dem Äther hier in Nisha nicht. Schon der kleinste Funke entzündet ihn. Ist doch das perfekte Thema für meine Doktorarbeit. Okay, also finden wir das Zeug wahrscheinlich im Park. Da geht's nur noch zur anderen Seite. Nee, das ist nochmal ein anderes Gebiet. Wo haben wir eigentlich, Alter? Ja, okay. Ganz so schlimm, wie ich gedacht habe, ist doch noch nicht. Trunkmeister kostet halt 50, das fällt mir jetzt erst auf. Vor allem, wenn wir es vor Anfang an machen. Oh nee, jetzt wär's dann wieder, ey. Und weg mit euch. Oh, was ist da drin? Agamemnon 500. Also das Gebiet ist glaube ich komplett dafür da, dass du deine Dinge aufrüstest, deine Himmelsrüstungen. Oder hätte ich auch so durchgekommen? Kommen wir jetzt im Park raus oder so? Tatsächlich. Komische Schweinchen. Lila Ohrenschwein. Feuer, wow. Was ist Lebensfaden? Kann mir egal sein, ihr seid jetzt eh so gut wie tot. Oh, die haben überlebt. Oh, Lebensfaden ist, wenn die sterben, dann töten sie einen.
Aber halt auch so, dass du wirklich drauf gehst und nicht irgendwie überlebst. 9.990, alter Schwede. Was zur Hölle seid denn ihr? Blemjae. Machen wir mal Ulti. Licht. Tödlich geschwächt. Boah, das heißt, wenn ich was mache, dann ist er tot? Ha. Diamantrüstung. Ah, da muss ich hinschwimmen. Blubberblasen, ich denke, da können wir tauchen. Das ist mir schon bewusst. Ich hab den Scheiß ja schon mal gemacht. Da geht's da drüber, dann geht's da nochmal hin. Ah, da können wir nochmal schwimmen. Na, warte, da geht's durch. Quietscheentchen. Immun gegen alle Beeinträchtigungen. Oh, das ist sehr krass. Mit dem Wasser habe ich so der Höhle auch noch nichts gesehen. Wahrscheinlich, weil es mir nie aufgefallen ist. Oh shit. 5 Stück sind schon schlimm, ey. Puh, und wieder ein Grab fertig. Sie sollten mit den Spenden aufhören. Was für ein Chaos. Die Leute wissen nicht, dass die Ätherspenden an die Akademie nicht ganz so harmlos sind. Jeder 100. Mensch stirbt, aber gut, für Geld werden Menschen taub und blind. Spinnen. Scheiße, wir müssen die Penner kalt machen, ne? Bye.
2 Runden bis zum Tod. Und Dunkelsichel und tot. Alter, das haut richtig geil rein. Wenn du, vor allem, wenn du eine Masse an Gegner vernichten wirst. Die waren. Ihr wagt es, uns herauszufordern, Menschen? Ich glaube, sie zittern vor Angst, da wir uns nähern. Narren, ihr kennt die Gründe nicht. Habt ihr es noch nicht verstanden? Erinnert ihr euch an das Ziel der Kirche, was die Kirche ist? Seit Magas die Kontrolle übernommen haben, haben sie versucht, den Vorboden zu befreien. Sie versuchen, Eldrea zu vernichten und gleichzeitig Wohlstand für die ganze Welt zu erlangen. Wir hingegen haben den Vorboden weggesperrt und wollen, dass er nie zurückkehrt. Und doch zerstören wir die Menschheit wieder und wieder. Wie kann all das Sinn ergeben? Ich verstehe nicht, wohin das führen soll. Natürlich nicht, jeder hintergeht euch, Kind. Habt ihr euch je gefragt, wo der Vorbode versteckt ist? Was sein Gefängnis ist? Vor Eon sperrten wir ihm in Magie ein physisches Gefängnis. Das Gefängnis, in welchem wir den Vorboden sperrten, ist der Malstrom. Der Äther der Toten, das sind die Gitter seines Käfigs. Was heißt das? Can it be, remembers the shell that Mag... was? Die Menge an Äther im Malstrom ist begrenzt, je mehr Menschen gleichzeitig leben, desto schwächer ist das Gefängnis des Vorboden. Deswegen stellte die Kirche sicher, dass Leben geschaffen wird. Deswegen stellten wir sicher, dass genug Äther existiert. Das ist, wofür die Monster in den Laboren der Kirche sind, deswegen hat der Fleischklumpen so viel Energie in sich. Sie trocknen den Malstrom aus, um den Vorboden zu befreien. Versteht ihr es jetzt? Wir waren immer auf eurer Seite. Kehrt um, lasst uns unsere Arbeit verrichten. Dann ruft euren Feuerball zurück. Nein, Len. Glenn, auf die eine oder Weise müssen wir die Wahlen stoppen. Es kann nicht richtig sein, die Menschheit wieder und wieder zu vernichten. Welche andere Wahl gibt es? Wie viele Jahrhunderte sind vergangen, ohne dass eine Waffe gegen den Vorboden gefunden wurde? Ohne uns werden mehr und mehr Menschen geboren. Der Malsturm wird versiegen und seine Kräfte wird nicht halten. Und ihr werdet hilflos wie immer sein. Aber wieso ist das so? Weil ihr die Menschheit immer und immer wieder aufhaltet. All der technische Fortschritt stirbt mit uns. Wie sollen wir je so eine Waffe finden? Die Gefahr ist zu hoch. Nein, wir lassen das nicht passieren. Wenn es so viele Leben kostet, gehen wir das Risiko lieber ein. Ich bin überzeugt, die Menschheit wird eine Waffe finden. Sie hat eine Chance verdient. Glenn, du hast recht. Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren. Unser Ziel ist klar. Der endlose Kreislauf der Waren muss durchbrochen werden. Närrische Kinder. Aber wir verstehen den Grund. Eure Rasse ist dumm. War sie schon immer. Ihr wollt bloß nicht sterben. Das ist euer Scheißproblem. Da irgendwas? Scheiße, wo geht's denn da schon wieder hin? Eine goldene Schlüssel? Oh, ihr verarscht mich doch, oder? Jetzt dachte ich, ich bin eigentlich fast durch. Wenn ich den Silber gefunden habe, kann ich bestimmt alles aufmachen. Probier das auf die Art, oder was? Wow! Und weg mit dir. Paris. Paris.
Wir liegen gut im Zeitplan. Die Symbole in den Weinkellern sind fast fertig. Sobald der Zauberkreis vollendet ist, können wir mit dem Verfahren beginnen. Goldene Markierung. Scheiße, Alter. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, das ist das letzte sein, das passt schon. Sie ist riesig. Das ist der wahre König aus Nadiel. Sei still, sonst wächst du ihn. Der ist so voll winzig, Alter. Monatelang habe ich nichts anderes getan, als die Symbole zu entwerfen. Was meinst du damit? Keine Ahnung, ich zeichne sie nur, weil es der Professor so angeordnet hat. Ovelia. Und das schon wieder. Oh, meine hat eine Ovelia. Nur jetzt habe ich eine 500. Das kann ich nicht aufmachen, da brauche ich einen silbernen dazu. Oh oh. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht fliehen. Das ist nicht geil. Das ist nicht so geil. Warte, hat er dreimal angegriffen? Oder war das ein Angriff? Ich bin gerade verwirrt. Kinderbeschwörung. Ist es ekelhaft. Jetzt haben wir alle Gift, scheiße. Oh. Ey, was war? Jetzt hat er doch viermal angegriffen. Oh, jetzt setzt er zweimal im Zug ein, echt? Belebt seinen Artgenossen wieder. Okay, die müssen gleichzeitig sterben. Was? Warum schaut denn der unten so komisch?
Oh ja, sehr gut, das Ding ist dran. Oh, und hause weg. Nein, einer hat überlebt. Oh, komm, Alter. Ey, das ist... Ey, der kotzt mich das an. War klar, dass er genau den angreift, der wo... Jetzt aber geht er alle drauf, ihr dämlichen Penner. Nein, sie ist ein Gift verreckt. Oh Mann. Ey, ist das zum Kotzen? Oh nein, jetzt ist wieder ein Dickgang. Und der darf jetzt nicht und er darf jetzt wieder zuhauen. Ey, das ist doch so zum Kotzen, Alter. Solche Kämpfe sind doch sowas von für'n Arsch, ey. Attack. Vor allem, warum, wie kannst du einem Gegner, der schon mehrfach angreifen darf, nochmal zweimal angreifen geben? Ich meine, wie wär's, wenn man dreimal angreifen geben? Dann fängt er auch nur an, Monster zu beschwören, die ganze Kacke. Oh. Mein Problem ist, weil ich dieses Status-Ding nicht hab. Da alle kurieren. Ich hab's halt nicht gelernt, weil ich es bisher nie gebraucht habe.
Oh, er pennt halt wirklich. Oh nein. Ich habe nicht gesehen, dass er fast keine Energie mehr hatte. Diese ganzen Beschwörungsdinger sind für den Arsch gewesen jetzt. Warte, er ist wieder... Oh. Ey, die machen halt immer dieselbe Scheiße, Alter. Das ist doch zum Kotzen, ist doch das. Jetzt bin ich wieder im Overheat, genau wegen... Jetzt macht er zweimal am Zug, der Bastard. Die machen natürlich jetzt wieder diesen Schattenkunst-Scheiß direkt. Ey, Alter! Nee, ich höre jetzt für heute auf. Ich hab zu lange gespielt, ey. Denk mal, dann machen wir dann später mal weiter. Ah, oh, ich wusste, dass ich jetzt das nächstes brauche. Das war so dumm, ey, die ganzen Punkte auszugeben. Vielleicht geh ich nochmal zurück und du mein Ding upgraden. Meine anderen Waffen, was ich noch gefunden habe. Schauen wir mal. Jedenfalls bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Chained Echoes, was dann hoffentlich die letzte wird. Dass gerade dieses Nisha ist, so ein scheiß langes Level wird, was nur auf den Sack geht, ey. Ja. Das sind immer diese fuck letzten Dungeons. Anstatt dass wir gescheite Dungeons machen, machen es dann bloß ewig lange Laufgedinger, die wo eigentlich nur auf den Senkel gehen. Das ist in so vielen Spielen, ist es so. Und das ist jetzt nicht aus Frust, weil ich jetzt verloren habe, sondern... Ich mag die Dungeons kompakt und spaßig, anstatt einfach nur langgezogen und nervig. Weil wie viele letzte Dungeons gibt es, wo du 2 Stunden oder 3 Stunden in einem scheiß Dungeon bist und eigentlich nur dieselbe Kacke machst, indem du von links nach rechts läufst, von oben nach unten irgendeinen verdammten Schlüssel findest und dann im Kreis läufst, wieder dahin läufst, um dann wieder irgendeinen anderen Mist zu finden. Das ist, welches Spiel war denn das? War das Atelier Riser oder sowas? Da dachte ich mir auch, Alter, der hört doch nie mehr auf, das Ding. Ich find's kompakt und spannend besser als so. Aber hey, das ist der letzte Dungeon, er muss lang beschissen und nervig sein. Das ist, glaube ich, eine Regel in der Spielewelt. Also danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.